Ja, Freunde, nochmal willkommen zurück hier beim Schrauberkönig in, ja, seiner Werkstatt. Ich bin nochmal in die Werkstatt gegangen. Wir haben jetzt 23 Uhr irgendwas. Mein letztes Video war leider die Speicherkarte voll. Deswegen ist das abrupt abgebrochen. Ich war ja noch nicht ganz fertig mit erklären. Ich will hoffen, dass ihr das Prinzip hier verstanden habt. Das ist jetzt der Teil 3. Ja, also mit der Federdruck, ich sage jetzt mal Federdruckwaage, ne? Ihr seht ja hier so, und wie die Feder hoch und runter geht. Und ich habe dann hier, ja, nebenan den Zollstock gestellt und runtergedrückt. Daher auch die Maßangaben, die ich durchgegeben habe mit den Kilozahlen. Ich hatte einen Zahlendreher im zweiten Video. Da habe ich 27 gesagt, das ist aber falsch. Das muss 72 mm heißen. Ja. Nochmal, um das vor Augen zu führen. Ah, jetzt ist mir mein Blatt runtergefallen. So. Ja. Also 72 mm, 72, hier 72 mm, 34 Kilo. So, und dann habe ich halt hier immer runtergedrückt, gemessen, und daher habe ich dann die Kilozahl per Anzeige von der Waage abgelesen. Bei den verschiedenen Höhen. Ja, also Freunde, ihr könnt euch nicht immer auf die Federn verlassen, die ihr bekommt. Und weil mittlerweile da ist so viel Dreck auf dem Markt. Ja, ich bin ja ein Freund von Serienfedern. Ich habe bei meiner SKR richtig Probleme, wenn ich anfahre. Der Keilriemen ist am Durchrutschen. Ich habe alles sauber gemacht. Ich habe die Belege kontrolliert. Ich habe einen neuen Riemen drauf gemacht. Jedes Mal, wenn ich anfahre, fängt das da an zu rubbeln. Ja. Die Variomatik ist nicht ausgeschlagen. Der Wandler ist nicht ausgeschlagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ich jetzt eine härtere Feder einbaue, ist es etwas besser, aber immer noch nicht weg. Ja. Und das ist eine Odyssee ohne Ende, sage ich jetzt mal. Ich werde in die Tage sowieso umbauen. Da kommen ja so einige Sachen drauf, die modifiziert sind. Das habe ich ja schon angekündigt. Und dann sehen wir mal weiter. So, das ist jetzt das Abschlussvideo, also Teil 3. Und zieht es euch rein. Ja, und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Und das kann also jeder, der eine Bohrmaschine hat, da gibt es viele von euch, und halt eine Personenwaage, kann seine Federn selber kontrollieren. Ja. Verlasst euch nicht auf die Aufdrucke, 40% mehr. Ja, 40% ist eine Menge Holz. Und wenn ihr so harte Federn hinten fahrt und ihr gleicht nicht die Gewichte an, ja, wenn die Gewichte dann zu leicht sind, der Roller dreht sich tot, ohne zu verschalten. Ja, teilweise könnt ihr ja hören, wenn der verschaltet. Dann geht die Motordrehzahl ein bisschen runter. Ne? Und daran könnt ihr das kontrollieren, wenn ihr ein gutes Ohr habt. Gut, ich wünsche euch was. Bis dahin, viel Spaß heute noch. Ciao.